Hoch über der Weser liegen diese verfallenen Zeugnisse der Roaring Twenties, die ehemals herrschaftlichen Industriellenvillen Büttner und Harms, im Volksmund auch Lutherburg genannt. Noch heute existiert dieser Name, da die neu gebauten Gebäude auf dem Areal der früheren Lutherburg entstanden. Beide Villen wurden in einem extra dafür angelegten, umzäunten, landschaftsähnlichen Park erbaut, am Anfang des 20. Jahrhunderts und wurden noch bis in die späten 70er Jahre bewohnt. Wurde die Villa Büttner fertiggestellt. Auf diese Familie geht auch die etwas höher am Hang erbaute Kapelle mit einem kleinen Privatfriedhof zurück. Da werfen wir nachher auch noch einen Blick drauf. Bestattet wurden hier Familienangehörige, aber auch ehemalige Bewohner der Aigner. Die Villa Harms wurde wenige Jahre später errichtet. Vom damaligen Star-Architekt Hermann Muthesius entworfen, thronte seinerzeit das in der Umgebung wahrlich seinesgleichen suchende Anwesen weit über den umliegenden Ortschaften. Auf der anderen Weserseite wurde eigens ein Schiffsanleger gebaut, um das Lutherburg-Areal mit allen notwendigen Lebensmitteln und sonstigen exotischeren Bedürfnissen versorgen zu können. Heute ist dort ein schnöder Campingplatz. In den 20er Jahren entstand nach dreijähriger Bauzeit zusätzlich ein großzügiges Pförtnerhaus für die Hausmeisterfamilie und eine größere Menge Bediensteter, von dem inzwischen jedoch nur noch ein Steinhaufen übrig ist. Ein Stallungsgebäude, wer was auf sich hält, braucht natürlich auch Reittiere, und eine Garagenlandschaft für den hauseigenen Fuhrpark entstanden kurz danach. . 1956, nach dem Tod der letzten Eignerin, fiel das Vermögen und das Grundstück an die Universität in Göttingen, die hier später ein Erholungsheim für Professoren betreiben wollte. Ambitionierter Plan hat natürlich nicht funktioniert. Es folgte ein jahrelanger Leerstand. Einige Jahre lang nach mehreren Zwangsversteigerungen bot ein Immobilienunternehmen die Gebäude für eine hohe sechsstellige Summe zum Verkauf an. Aber niemand schlug zu. 1987 wurde die untere Villa bei einem Brand bis auf die Grundmauern zerstört. Nachgewiesenermaßen eine Brandstiftung. Verdammte Vandalen. Zur ehemaligen Lutherburg und zum verlassenen Areal gibt's viele Geschichten in den unbeschreiblichen Weiten des Internets zu lesen. Diverse, freilich unbestätigte Sagen, Fabeln und kolportierte, übernatürliche Phänomene zogen die Menschen der Umgebung magisch an. Die ehemalige Kapelle und der Friedhof wurden zeitweise besucht wie Pilgerstätten. Dadurch
sind über die Jahre große Schäden entstanden. In erster Linie ist dieser Ort jedoch eines, ein trauriges Zeugnis zum Umgang mit historischer Bausubstanz. Geradezu märchenhaft ist der Stoff, der Anfang des vorigen Jahrhunderts am steilen Hang des Hopfenberges architektonische Form annahm. Der jenseits des großen Teichs steinreich gewordene deutsch-amerikanische Industrielle Ernst Theodor Büttner kommt nach Good Old Germany zurück und da, anders als für die Menschen in der ein paar Kilometer entfernten Münchhausenstadt, Geld für ihn absolut keine Rolle spielt, baut er in seinem sagenhaften Reichtum hoch über der Weser ein Traumschloss als Ruhesitz. Deutsche Prominenz geht fortan auf dem über 21 Hektar großen, steilen, aufwendig terrassierten Hanggelände ein und aus. Anwohner haben nur als Personal Zutritt, staunen aus der Ferne und bringen sporadisch Nachrichten über den gesehenen Luxus mit nach Hause. Hier ist unser Keller, kannst du nochmal reinkommen. Ne? Geh du ruhig. Das war mal hier 2008, glaube ich. Da konnte man noch reingehen, unten. Da konnte man oben zur Treppe gehen. Ich habe auch rote Bilder. Muss ich dir mal zuschicken. Da steht ein Schrank frei tragen. Ja, also hier vorne kannst du nicht, hier von hinten kannst du reingehen noch. Okay, ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich war schon drin, der geht. Ja, okay. Ja, geht. Da ist ein alter Herdlicht darum. Da sind auch die alten Fliesen von der Küche drin. Und hier war so eine Art Garage hier. Sind die durchgefahren mit ihren Fahrzeugen und dann konnten die irgendwie mal drehen hier. Doch das augenscheinliche Glück in der Lutherburg sollte nicht von Dauer sein. Ernst Theodor Büttner und seine Frau Dorothea blieben kinderlos. Der Hausherr verstarb nach Krebsleiden bereits 1941. Bis zu ihrem Tod 1956 lebte seine Frau noch mit einigen Angestellten in der Lutherburg. Das Besitzer-Ehepaar liegt auf dem eigenen Friedhof unter mittlerweile geschändeten Gräbern bestattet. Eine Nichte verließ 1977 als letzte das Anwesen. Mit seiner Entstehungsgeschichte in dem heutigen Zustand des Verfalls alter Pracht gibt die Lutherburg damit eine Steilvorlage für einen Kommunikationsprozess, mit dem schon seit Jahrhunderten Sagen und Märchen entstanden sein dürften. Heute, im digitalen Zeitalter, ergibt sich dazu die einmalige Chance, in sozialen Netzwerken live beim Entstehen urbaner Legenden um die unheimliche Lutherburg zuzuschauen. Ein Märchen, das nicht wie damals im abendlichen Gespräch unter Nachbarn am Kaminfeuer entsteht, sondern wie unter Laborbedingungen schrittweise dokumentiert in einschlägigen Internetforen nachlesbar ist. Schwarz auf weiß kann man hier das Werden eines Horrormärchens aus dem Wesertal verfolgen. Wenn euch unser kleiner Ausflug gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr sehen mögt, schaut doch auf unserer Kanalseite vorbei oder abonniert uns. Bleibt gesund und habt ein frohes Osterfest.